fangen aber an mit Simone Weil. Sie ist die Schwester, selbst sehr mathematisch begabt, ist die Schwester eines berühmten Mathematikers, französische Philosophin, Sozialistin durch und durch, kommt aus einem sehr vornehmen Pariser Elternhaus, ist herausragend gebildet, ausgebildet und so weiter, wie ihr Bruder. Und wird Lehrerin und geht aber dann in die Fabriken. Also das muss man sagen, das ist noch, ihre Eltern haben das vielleicht auch noch gemacht, wenn sie da zu den linken 68er gehörten. Und das war eben damals in den 20er, 30er Jahren auch schon en vogue. Wenn man da links war, hat man sich mit der Arbeiterschaft verbündet. Und das hat Simone Weil auch gemacht. Simone Weil hat, obwohl sie also ein zartes Mädchen und so weiter, das könnte man sagen, in Anschluss jetzt an Perkins Gilman, dann eben auch versucht, sich genau diesen Prozessen auszusetzen. Sie steht im Prinzip der marxistisch-sozialistisch und französisch, also der Kommunismus ist eine ganz starke französische Theorie. Und lebt auch heute noch ganz stark in Frankreich. Sie müssen wissen, der Philosoph Jean-Paul Sartre, wer kennt ihn nicht? Gibt es jemanden, der ihn nicht kennt? Also er war auch der Lebensgefährte von Simone de Beauvoir. Jean-Paul Sartre, das ist jetzt schon eine kleine Generation hinter den beiden. Der war bis 1956, war er eigentlich auch Anhänger von Stalin. Also die Franzosen sind ganz stark, eigentlich ja, Italien hat eine starke kommunistische Tradition, wie man das heute sieht. Die war ursprünglich nicht in Russland. Russland ist feudal geführt und selbst, könnte man mal sagen, selbst wenn der Marxismus in Russland herrschte, war er relativ feudal. Ja, also das sind ja, gibt es ja auch viele Untersuchungen, aber diese Idee des Kommen, also des gemeinsamen Lebens, des Kommune, die Idee der Kommune, der Paris, die Pariser Kommune, das ist sozusagen die französische und auch in Teilen italienische Tradition. Spanien ist übrigens sehr berühmt für seine anarchistischen Traditionen. Also wenn man das ein bisschen weiß und verfolgt, sieht man das natürlich in gegenwärtigen politischen Tatbeständen auch immer wieder. So. Und diese Sozialistin setzt sich auseinander mit der marxistischen Theorie, die zu ihrer Zeit ja schon die Macht übernimmt in Russland mit Lenin und die internationalen kommunistischen Konferenzen stattfinden in England und so weiter, an denen sie auch teilnimmt. Und ihre Analyse habe ich jetzt versucht, Ihnen in einigen Auszügen zu verdeutlichen. In Marx, schreibt sie, besteht die Aufgabe der Revolution ihrem Wesen nach nicht in der Emanzipation des Menschen. Das ist ganz wichtig, weil etwas Ähnliches wird Hannah Arendt sagen. Sie sagt, die marxistische Theorie geht nicht auf die Emanzipation des Menschen, sondern Marx nahm an, also sondern der Produktivkräfte. Es geht darum, nach Marx, dass eben dieser Mehrwert, dass sozusagen alles in diesen Produktionsprozess eingeht. Und deshalb wird Hannah Arendt sagen, Marx ist ein Fruchtbarkeitstheoretiker. Ihm geht es nur darum, dass sozusagen Produktion und Reproduktion funktionieren. Und das ist auch, was Simone Weil hier schon sagt. Sie sagt, es geht ja nicht irgendeine andere Idee über den Menschen als eben die, und das kommt ja auch dem berühmten Spruch, habe ich Ihnen ja auch serviert von Feuerbach, der Mensch ist, was er ist. Er ist sozusagen eben ein Reproduktionswesen. Und wir hatten das auch gehört, dass nach Marx in der reinen marxistischen Theorie, und das ist auch im Kommunismus so durchgeführt worden, Religion verboten, abgeschafft war, ja, und auch Philosophie. Weil das Opium ist, das ist sozusagen nur sublimierte Leistung. Es geht um Reproduktionsprozesse. Hat jemand eine Frage dazu? Ist es klar? Ja? Dann mache ich weiter. Marx nahm an,
Dies sei in unserer Epoche der Fall, also dass es darum geht, dass diese Revolution kommt, um die Produktivkräfte, um das sozusagen alles, was erwirtschaftet wird, zu vereinnahmen von den Arbeitenden. Dank dieser Hypothese erreichte er einen für seine moralische Ruhe notwendigen Ausgleich zwischen idealistischen Bestrebungen und materialistischer Geschichtskonzeption. In sein, weil es eine Befreiung war, nicht? Das nennen sie seine idealistische Bestrebung. Da haben eben die Leute gedacht, es sei auch eine Befreiung. Und ihr geht es nun darum zu sagen, nee, das ist eine Befreiung der Produktivkräfte. Aber eine Befreiung der Produktivkräfte ist eben keine Befreiung des Menschen. In seinen Augen war die von kapitalistischen Wirtschaftsformen befreite Technik schon jetzt imstande, den Menschen genügend Freizeit zu geben, um eine harmonische Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu erlauben und folglich in einem gewissen Ausmaß die vom Kapitalismus geschaffene erniedrigende Spezialisierung zu beseitigen. Also hier kommen Sie auf ein Thema und sagt etwas, was ganz wichtig ist, was heute auch oft übersehen wird. Der Kommunismus, also jetzt sind wir mal nicht mehr beim Kapitalismus, jetzt sind wir beim Kommunismus. Und der Kommunismus will ja, dass dieser Mehrwert hier zurückfließt. Ja? Dieser, wenn dieser Mehrwert in den Reproduktionsprozess zurückfließt, dann, das ist auch die Idee, müssen Menschen weniger arbeiten, sie haben mehr Freizeit, da wurde auch viel philosophiert, was machen die in der Freizeit? In der Freizeit werden sie sozusagen ideologisch weiterentwickelt. Ja? Das, ein wichtiger Punkt hier ist, dass dieser Mehrwert durch Technik stattfinden wird. Und die Technikentwicklung, das wissen wir in unserer Generation noch, die Technikentwicklung hat ja auch im Kommunismus eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Deshalb auch die Fahrt zum Mond und so weiter. Die Fahrt zum Mond hat ja erstmal nichts für den Reproduktionsprozess bereitgestellt, nicht? Sondern es war natürlich auch das Interesse, sozusagen an der Technik oder durch die Technik die Arbeitsbefreiung zu erhalten. Vor allem soll die künftige Entwicklung der Technik jeden Tag mehr die Last der materiellen Notwendigkeit und als unmittelbare Konsequenz die des sozialen Zwanges vermindern, bis die Menschheit endlich einen eigentlich paradiesischen Zustand erreicht, wo mit Hilfe einer geringen Anstrengung eine überreiche Produktion gesichert, der uralte Fluch der Arbeit gebrochen, das Glück Adams und Evas vor ihrem Falle wieder gefunden sein wird. Also genau diese Stelle, auf die wird sich Hannah Arendt praktisch auch beziehen und wird es aber anders interpretieren. Sie wird sagen, also Marx hat kein anderes Bild vom Menschen als die der Produktion. Sie wird genau diese These, dass dann das Paradies ist, wenn die Maschinen die ganze Arbeit machen, sozusagen als inneren Widerspruch bei Marx aufdecken, der ja eine Philosophie der Arbeit geschrieben habe. So. So, und dann sagt sie, von einer solchen Konzeption aus versteht man den Standpunkt der Bolschewiki und also der Bolschewiken, die zu dieser Zeit in Russland herrschen oder anfangen zu herrschen, unfähig, die von Marx angekündigte Arbeiterdemokratie zu verwirklichen, stört sie das wenig, weil sie einerseits überzeugt sind, dass ein jeder Versuch sozialer Aktion, der nicht in einer Entwicklung der Produktivkräfte gründet, im Voraus zum Misserfolg bestimmt ist. Was heißt das? Das heißt, also was machen denn die Bolschewiki? Die Bolschewiki haben sich ja nicht mit den Arbeitern verbündet. Das Problem Trotzkis war ja, dort gab es Idealisten, die sozusagen die Arbeiter befreien wollten. Die waren aber gar nicht im Interesse der Bolschewiki und der Sowjets. Sondern es war dort die technische Entwicklung und eben, sagen wir, die Vorrangstellung und der Aufbau Russlands durch eine technische Entwicklung. Die massenhafte Ermordung von Menschen. Denn das Ziel ist überhaupt nicht, den Menschen zu befreien, darum geht es. Das ist, Leute, die solche sozialen Aktionen im Kopf haben, das war schon eine sozusagen falsche Idee. Sie haben die Auffassung vertreten, dass man die Menschen ruhig unterdrücken darf, wenn es wichtig ist, um dadurch die Produktivkräfte zu fördern. Es ist nur natürlich, dass die Bolschewiki mit einer solchen moralischen Gewissheit ausgerüstet die Welt durch ihre Gewalttätigkeit in Angst und Schrecken versetzen. Also es geht immer um die Reproduktion
Und wenn einer drauf zahlt, um diese Reproduktionsleistung zu erbringen, dann ist das auch egal, weil das ja eben im Sinne des Fortschritts ist. Die kommentiert die gewalttätigen Unterdrückungen, auch der Arbeiteraufstände, die Organisationsformen, die in dieser Zeit im damaligen Russland stattfinden.